Jetzt kommen wir dann zum dritten Vortrag hier in diesem Datenbank-Slot. Und zwar geht es jetzt um PostGIS und SQL-MM. Und wir hören jetzt einen Vortrag von Björn Höfling. Und in diesem Vortrag geht es um Kreise und Kreisbögen und wie die zum Einsatz kommen können. Es geht um eine runde Sache, wie die in GeoServer und QGIS gehandelt werden. Film ab und viel Spaß beim nächsten Vortrag. Hallo, willkommen. Mein Name ist Björn Höfling. Ich bin von der Camp2Camp GmbH und ich halte heute den Vortrag über Kurven nach SQL MM3 in PostGIS, GeoServer und QGIS. Eine runde Sache. Der Überblick über den Vortrag. Erst werde ich über die klassischen Geometrien nochmal wiederholen, die aus Liniensegmenten bestehen. Dann werde ich die Circular Arcs eben vorstellen und dann in die Anwendungen reingehen, in die PostGIS-Datenbank, in den GeoServer, QGIS und ein kleines Beispiel aus GIDAL noch. Genau, also zu den klassischen Geometrien zunächst. Die sind in dem OGC Simple Feature Access definiert und dann später in dem ISO 19251 Standard übernommen. Da gibt es eben hier diese Typen Punkt, Point, ein Line String, um eine Linienzug zu definieren, Polygon. Das Ganze dann jeweils in einer Multi-Ausprägung, wo mehrere Elemente in einem Objekt zusammen sind. Multipoint, Multi-Line-String, Multipolygon und generell eine Geometry Collection, wo alles drin ist. Genau, wenn man sich das Ganze anschauen will, ist es ganz gut, mit der JTS Test Suite zu starten. Wer sowieso Java entwickelt, der hat die irgendwo im M2 drin und kann das dann starten oder eben von der Homepage runterladen und kann man sich dann visualisieren lassen. Genau, der Punkt eben als WKT, als Well-Known Text in der Textrepräsentation dargestellt. Ich gebe hier einen Point und in runden Klammern eben hier meine Koordinaten XY 0, 0. Ähnlich dann für den Line String. Da habe ich jetzt hier drei Punkte, wo ich dann jeweils hier die Koordinaten angebe: XY, XY, XY und die einzelnen Punkte eben mit Komma getrennt. Hier habe ich ein Polygon. Bei dem Polygon habe ich noch die Besonderheit, dass ich hier innere und äußere Ringe haben kann. Das heißt, ich schreibe hier erstmal sozusagen im Text Polygon, ist meine Maus hier, Polygon, Klammer auf. Dann kommt hier die nächste Klammer auf für den äußeren Ring, das ist der hier außen drumherum. Den schreibe ich wieder wie so ein Line String hin. Ich muss aufpassen, dass ich hier sozusagen meinen letzten Punkt nochmal wiederhole. Also hier diese 0,0 wird hier nochmal wiederholt. Und dann kann ich beliebig viele innere Ringe angeben, die ich sozusagen aus der Polygonfläche wieder ausstanze. Hier, das ist das hier. Das ist auch wieder so ein Line String und auch mit der Vorgabe, die erste Koordinate wird am Ende wiederholt, um den Ring komplett abzuschließen. Genau, dann kommen wir zu den Multi-Geometrien. Hier habe ich jetzt einen Multi-Point, wo einfach hier drei Punkte hintereinander angegeben werden. Ich kann einen Multi-Line-String haben, da gebe ich auch die zwei Line-Strings an. Und ein Multipolygon. Da habe ich hier dann, so müssen gucken, mit den Klammern hier drei Klammern, weil ich hier das Multi aufmache, dann Polygon aufmache und dann hier meinen Ring aufmache. Dann habe ich hier noch einen inneren Ring und dann habe ich hier noch ein zweites Polygon. Das ist hier dieses Quadrat hier unten. Genau, und ich kann noch die Geometry Collection definieren. Da schmeiße ich dann einfach alle Typen nach Belieben rein. Punkt, ein Polygon, ein Line String, alles vorhanden. Genau. Genau, der JTS Test Builder ist ganz praktisch, weil man kann eben sehr viele, also die ganzen JTS-Funktionen eigentlich ausprobieren und man kann eben halt hier zum Beispiel auch so eine Validierung
vornehmen und dann sagt er einem hier, ah, hier dieser innere Ring, der hat aber hier einen Schnittpunkt mit dem Äußeren, das darf nicht sein, ist nicht valide. Zeigt hier sogar an, eben die Koordinaten von dem Schnitt, der verboten ist. Genau. Allerdings, JDS hat noch keine Unterstützung für ARCs. Das ist jetzt auch nicht direkt geplant. Also wer das haben möchte, kann da wahrscheinlich das gerne finanzieren oder selber entwickeln. Genau, kommen wir zu den Circular Arcs. Das ist definiert im SQL MM Part 3 Standard, also der ISO 13.249.3. Genau. Was gibt es da? Ich habe das nochmal gegenübergestellt. Hier auf der rechten Seite die klassischen Geometrietypen und hier links die Arc-Typen. Zu dem Point gibt es eben kein Äquivalent. Zu dem Line-String gibt es einen Circular-String. Dann gibt es hier noch die Besonderheit eine Compound-Curve. Die gibt es auf der Seite nicht. Die hat eben abwechselnd Kurven und Linien. Zum Polygon, das Äquivalent ist das Curve-Polygon. Und es gibt natürlich auch wieder die entsprechenden Multi-Varianten, die Multi-Curve, Multi-Surface und natürlich auch die Geometry Collection, wo alles drin ist. Genau. Nochmal hier kurz eine Wiederholung zu den Linien. Also wie sind die Linien aufgebaut? Eigentlich klar, eine Linie, mathematisch ist definiert aus zwei verschiedenen Punkten und die Linie selber ist dann halt, ist die, ja, die lineare Interpolation zwischen diesen beiden Punkten. Und wenn ich jetzt eben einen Line String habe, dann ja, mache ich eben halt durch erst zwei Punkte definieren für meine erste Linie und dann kommt ein weiterer Punkt dazu, der hier mit dem letzten dann das nächste Segment bildet und so weiter. Jetzt bei den Circular Arcs ist das ähnlich, nur dass ich jetzt eben keine Linie mehr definiere, sondern Kreise bzw. Kreissegmente. Und genau, aus der Schule war ich bekannt, noch so ein Kreis oder Kreissegment kann ich eben definieren über drei verschiedene Punkte. Ich kann ja sozusagen die Winkelhalbierende bilden, die dann den Mittelpunkt schneidet und hier zwischen den beiden auch. Und da ist dann mein Mittelpunkt. Und entsprechend habe ich dann den Radius, also habe ich dadurch den Kreis definiert. Und genau. Mein Circular String gebe ich hier in der WKT-Form eben an, indem ich hier meine drei Punkte angebe, jeweils x, y, x, y, x, y-Koordinate. Genau. Das ist jetzt sozusagen für einen Kreisbogen, für einen Arc. Und entsprechend kann ich eben im Circular String eigentlich auch eben halt weitermachen, genauso wie im Line String. Also das heißt, für mein erstes Kreissegment hatte ich hier drei Punkte definiert. Wenn ich jetzt ein weiteres Kreissegment hinzunehmen will, dann bleibt der als Start hier der P3 von dem ersten Bogen und ich füge nur noch zwei Stück hinzu für den nächsten Bogen. Und für meinen nächsten Bogen wieder dann zwei weitere Punkte, hier die 6 und 7. Das heißt, dadurch ist meine Anzahl hier zur Kontrolle ist immer ungerade an Punkten, die ich hier drin habe. Genau, wenn ich jetzt eine Geometrie zeichnen möchte, die aus Kreisbögen und aus Linien besteht, dann gibt es hier diese Compound Curve. Da kann ich eben mischen. Das heißt, ich gebe jetzt hier an Compound Curve und dann hier mein Untertyp. Jetzt sage ich, hier habe ich einen Circular String. Das ist die hier. Dann sagt hier wäre sozusagen mein Mittelpunkt. Dann fange ich hier bei minus 1, 0 an. Jetzt habe ich hier meinen Punkt 2 angegeben. Jetzt in dem Fall habe ich das Sinus und Cosinus mal angegeben. Und hier mein dritten Punkt, mein Zielpunkt von diesem Kreissegment hier, der P3 bei 1, 0. Dann starte ich hier mit einem Line String. Da ist eigentlich immer wichtig auch, dass hier der Endpunkt von der letzten Figur wird hier wieder übernommen, die 1, 0. Das heißt, ich starte hier bei der 1, 0. Gehe hier rüber mit einer Linie zur P4, mit 6, 0.
Und habe dann hier wieder meinen letzten Kreisbogen, der auch wieder hier die Koordinate überlegt, 6, 0 und weiter geht. Genau. Jetzt habe ich hier noch das eigentlich fast ein bisschen umständlich geschrieben. Ich habe jetzt hier Compound Curve, Circular String und hier den Line String noch mit angegeben. Man kann es eben auch abkürzen. Das ist hier die Schreibweise. Also wenn ich so einen Line String habe, wie bei dem Polygon verglichen, kann ich hier einfach das Line String weglassen und den direkt in Klammern angeben. Genau, als letzter Geometrietyp hier dann noch die Curve Polygon. Das ist eigentlich sozusagen wie ein normales Polygon, nur dass man eben halt keine Line Strings verwendet, sondern Circular Strings oder halt den Compound Curve, um das Ganze zu beschreiben. Genau, hier ist das so ein Beispiel. Das ist jetzt eigentlich noch ein klassisches Polygon, was aus Linien besteht, ein Quadrat. Und jetzt kann ich es aber auch in dieser Curve-Polygon-Schreibweise beschreiben. Das ist ein Curve-Polygon von einem Line-String, der hier bei 0, 0 anfängt, hier hochgeht, hier rumgeht, hier runter und hier wieder zugeht. Und genau, wenn das ein Line-String ist, die Kurzschreibweise, das kann ich weglassen und dann ist es hier einfach nur mein Curve-Polygon, zwei Klammernpaare und hier dann die Punkte dazu. Genau, hier ist noch ein komplizierteres Beispiel. Da habe ich hier auch wieder mein Quadrat und oben aber so ein Torbogen draufgesetzt. Und ich fange jetzt auch wieder hier unten an, gehe mit meinem Line String dann hier hoch auf 0,2, habe dann hier mit drei Punkten diesen Kreisbogen definiert und gehe dann als letztes wieder hier mit einem Line String hier runter und zum Ausgangspunkt. Ich sehe dann auch hier wieder mein Ausgangspunkt hier 0, 0 entspricht hier dem Anfangspunkt 0, 0. Genau, kommen wir zur Unterstützung von den Anwendungen. Bei PostGIS jetzt erstmal, genau, also PostGIS unterstützt die ganzen ARC-Geometrietypen. Allerdings in der Eingabe auf jeden Fall und in der Ausgabe wird es eben als Standardgeometrie, also als Polygon approximiert. Das heißt, dieser Kreisbogen wird dann mit einer bestimmten Toleranz eben approximiert. Der Grund dafür ist, dass das GEOS, was drunter liegt, unterstützt somit noch keine ARCs. Und ja, wie gut oder vollständig ist die Implementierung in PostGIS, muss man gucken. Ich hatte zum Beispiel jetzt einen Fehler irgendwo entdeckt, dass so eine Reverse-Funktion nicht funktioniert hatte oder falsch funktioniert hatte. Aber so zumindest so zum Darstellen und Rendern war es die Erfahrung, dass es eigentlich ganz gut implementiert war. Hier ist ein Beispiel zum PostGIS, wenn ich eine Tabelle eben anlege, um meine Geometrien zu halten. Das ist wie bei den normalen Geometrien auch. Ich mache hier mein Create-Table mit den Standarddaten und dann mache ich hier mein Select-Add-Geometry-Column und gebe dann hier hinten als Geometrietyp eben den an, den ich haben will, Curve-Polygon oder Circular Line oder sowas. Genau. Dann kann ich eben, wenn ich die Tabelle angelegt habe, kann ich Geometrien hinzufügen. Und genau, das ist eben auch ganz normal. Ich kann die jetzt als WKT oder jetzt in dem Fall EWKT angeben und habe hier einfach meinen WKT-Text. Genau, alle anderen Eingabemöglichkeiten sind also auch möglich. Also ich kann es auch als WKB, also als Well-Known-Binary angeben. Wenn ich vielleicht von irgendeiner Applikation her komme und das programmatisch mache, kann ich das auch so angeben. Also das heißt, für diese WKT-Repräsentationen hier für die ARCs gibt es auch entsprechende WKB-Repräsentationen. Genau, PostGIS sind Geometrieoperationen. Jetzt habe ich hier ein SDifference gemacht und will es wieder in die eigene Tabelle hinzufügen und da habe ich jetzt mal hier dieses Problem, dass ich einen Error bekomme. Da sagt jetzt hier Geometry Type Polygon does not match Column Type Curve Polygon, weil das, was hier rauskommt aus der Difference, ist dann approximiert und ist dann leider ein Polygon. Das heißt, ich musste das dann erst wieder umwandeln, das heißt, und in den Curve Polygon. Das heißt, so dieses
einfache Insert, wie man das so sich vielleicht denkt, verschneiden, wieder einfügen, funktioniert hier so leider nicht, weil der Geometrietyp verändert wird. Genau. Kommen wir zum Geo-Server. Der Geo-Server unterstützt die Kurven auch. Ich muss aufpassen, wenn ich meinen Datastore, meinen Postgres Datastore anlege. Da gibt es hier so ein Flag, Support on the Fly, Geometry Simplification. Das muss ich aushaken, weil er mir ansonsten die Geometrien vereinfacht beim Auslesen. Und dann gehen die Kurven verloren. Und beim Layer gibt es hier auch nochmal einen, den ich einhake. Linear Geometries can contain circular arcs. Und wenn ich das dann mache, dann sehe ich hier mein Torbogen kommt jetzt eben im Geo-Server korrekt raus. Genau. Manchmal funktioniert es auch nicht. Jetzt hatte ich hier zum Beispiel das Problem, dass das irgendwo, hier sagt jetzt found two elements that are not connected. Da hatte ich jetzt irgendwie aus Versehen eine Geometrie eingefügt, die jetzt, wo die Koordinaten nicht passen zueinander, und dann tut er leider das ganze Bild nicht rendern. Er könnte vielleicht auch diese Geometrie ignorieren, aber das rendert er leider das ganze Bild nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn da unsaubere Geometrien drin sind in der Datenbank. Das müsste man vorher nochmal bereinigen. Genau, hier habe ich auch noch einen kleinen Bug entdeckt im Geo-Server. Wenn ich jetzt hier so einen Kreis habe, dann kann ich den einmal darstellen als oberer Bogen und dann unterer Bogen machen. Das habe ich hier in dieser Form hier gemacht, auf der linken Seite, da funktioniert das korrekt. Oder es gibt noch so eine Kurzschreibweise, ich nehme einfach den einen Punkt, nehme den hier zweimal, also als Startpunkt und Endpunkt, und als mittleren Punkt nehme ich dann einfach den Punkt gegenüber. Da sehen wir, dass das QGIS, wenn man das direkt mit der Postgres-Datenbank verbindet, rendert das hier korrekt, während der Geo-Server das hier auf so eine Linie reduziert. Also da ist noch irgendwo so ein Bug drin. Genau. Kommen wir zum QGIS. Ich habe hier die normale Digitizing Toolbar, da kann ich hier Polygone digitalisieren. Und es gibt irgendwie so Shape Digitizing Toolbar, da kann ich hier meine Kurven digitalisieren. Wenn ich das eben mache, kann ich hier eben entlang gehen und kann ja schön diese Kurven hier definieren und abfahren. Also hier war die Eingabe nicht ganz so korrekt, da muss ich mal irgendwie neu anfangen. Genau. Die Daten stammen hier übrigens aus dem Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Die haben jetzt seit diesem Monat jetzt die Daten als Open Data zur Verfügung gestellt. Genau, hier ist jetzt mein Blockschuppen hier komplett digitalisiert. Da sehe ich jetzt auch leider, ist das Ganze hier ein Curve-Polygon auf Compound Curve auf Circular String komplett. Eigentlich hätte ich gerne, dass hier diese geraden Linien, dass das sozusagen als Line-String definiert wird, aber irgendwie wurden die hier noch von Circular String sozusagen ein gerader Kurvenbogen mit digitalisiert. Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, wie man das in QGIS machen kann, dass man das eben echt Compound Curve machen kann mit abwechselnd und Kreisbogen und eine gerade Linie, Kreisbogen, gerade Linie. Genau, hier ein kurzes Beispiel aus Chidal. Ich rufe so ein kleines Beispielskript auf und gebe hier zwei Kurven ein und ich sehe die Union, wenn ich das verschneide oder vereine, dann kommt hier auch wieder ein Curve-Polygon raus. Ich kann sogar auch sagen, ich habe hier einen Point und mache einen Buffer und dann noch die Operation getCurveGeometry. Und dann kommt hier auch ein Curve-Polygon raus. Hier sogar auch diese vereinfachte Form mit nur drei Punkten für den Kreis. Genau, hier kann ich auch sagen, ich hatte jetzt hier ein Quadrat und habe in der Mitte einen Kreis ausgeschnitten. Und da kriege ich auch ein wunderbar Curve-Polygon raus. Hier mit dem Ring von dem Quadrat. Und hier dann der Kreisring in der Mitte
als Loch ausgestanzt. Genau. Das Fazit, also Wissen um die Kurven ist noch nicht ganz so geläufig. Liegt vielleicht auch daran, dass der ISO-Standard nicht frei zugänglich ist im Vergleich zu den OGC-Standards. Unterstützung in PostGIS, in GeoServer und in QGIS ist vorhanden, aber immer noch ausbaufähig. Und Implementierung in einigen Bibliotheken fehlt noch, also zum Beispiel in GIOS und in JTS. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Björn Höfling, für deinen Vortrag und genau diese Informationen zu Kreisen, Kreisbögen, das Publikum applaudiert und es gibt auch ein paar Fragen im Chat, die wir uns jetzt anschauen möchten. Und ich schaue mal gerade nach bei den Fragen. Ja, die erste Frage, da geht es um GEOS. Du hast erwähnt, dass in GEOS die ARCS-Unterstützung noch nicht vorliegt. Weißt du denn da etwas zur Implementierung und ob die in Arbeit ist oder ob es da noch Finanzierung benötigt? Also das ist noch nicht implementiert. Ob das jetzt in Arbeit ist, bei GEOS weiß ich nicht. Okay, gut. Dann hast du ein Beispiel gezeigt, wo du ein Insert machst und hattest dann das Problem, dass das Polygon nicht eingefügt werden konnte, weil das erst ein Curve-Polygon werden müsste. Und genau, wie erfolgt denn da die Umwandlung von Polygon in Curve-Polygon? Also wenn ich das selber jetzt per Hand mache, eben entsprechend, wie ich das dargestellt hatte, also dass man eigentlich statt Polygon eigentlich in dem Fall dann, also wenn es ein einfaches ist, dann nur Curve-Polygon schreibe und dann wird das eben so verwendet, genau. Ja, und gibt es da auch eine Funktion? Also zum Beispiel ist ein ähnlicher Fall ja auch, wenn ich Berechnungen mache und habe eine Spalte, die ein Multipolygon ist, ich bekomme aber ein Polygon heraus, dann gibt es ja diese ST-Multi-Funktion, die dann automatisch die Umwandlung dann in ein Multipolygon durchführen würde. Und gäbe es da auch eine Funktion? Also ST-Curve-Polygon beispielsweise? Ja, gute Frage. Habe ich jetzt aus dem Stegreif vergessen. Ich weiß, dass es definitiv welche gibt zum Detektieren, um abzufragen, ist es eine Kurve oder nicht. Zum Umwandeln bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ja. Kein Problem. Gut, dann gibt es noch eine Frage. Und zwar, könnte man nicht den Circular String und Line String in eine Geometry Collection schreiben, anstatt einer Compound Curve? Das sind zwei verschiedene Sachen. Also wenn ich eine Geometry Collection habe, dann habe ich das sozusagen als Menge von hier ist eine Linie und dann als nächstes dann wieder ein Arc. Und wenn ich jetzt aber einen Compound Curve habe, ist das wirklich eine durchgehende Geometrie, die sozusagen abwechselnd Linien und Kurven Segmente hat. Ja. Okay, genau, denke ich auch. Ja, und dann gibt es noch eine letzte Frage. Hast du die Bugs im Verhalten der Projekte, also du hast ja QGIS und GeoServer gezeigt und hast auch angesprochen, dass es noch ausbaufähig ist. Hast du das denn den Projekten rückgemeldet, also vielleicht über ein Bug-Ticket oder stehst da irgendwie im Kontakt? Ich hatte es beim GeoServer versucht, da hatte ich ehrlich gesagt das Problem gehabt, dass der Bug-Tracker voll ist, sprich keine User mehr annimmt. Dann habe ich gedacht, okay, dann fixe ich es gleich und mache dann einen Pull-Request, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Mhm. Das habe ich aber noch im Hinterkopf. Ja, gut. Ja, also ich hatte auch schon mit Kreisbögen zu tun im Zusammenhang mit Alkes. Du hast ja die Daten gezeigt von aus Hessen, ne, mit dem Logschuppen. Jetzt neu sind, ja. Genau. Ja, genau. Und da, beim Import über GEDAL, da werden die Kreisbögen, kann man ja
quasi in einzelne Linienstrings überführen. Und da gibt es natürlich Probleme, weil man dann Self-Intersections vielleicht hat. Und genau, zukünftig wäre es natürlich zu wünschen, dass dieser Umgang mit Kreisbögen und Kreisen, dass der einfach funktioniert und man sich da gar nicht so Gedanken drüber machen muss, denke ich. Ja. Mhm. Gut. Ja, Björn, dann herzlichen Dank nochmal an dich für den Vortrag. Und wir sind jetzt am Ende von dieser Session zu PostgreSQL und PostGIS. Ich denke, es gab viele tolle Ideen, viele Informationen, die wir hier mitgenommen haben. Herzlichen Dank nochmal an die drei Redner. Und an dieser Stelle nochmal allen viel Spaß auf der PostGIS, nochmal Applaus und dann bis zum nächsten Vortragsblock.